Liebe Kinder, ich begrüße euch herzlich hier aus dem Garten des Ankerplatz in St. Josef und ich möchte euch heute eine biblische Geschichte erzählen, die ihr wahrscheinlich nicht kennt und in der ihr trotzdem euch auskennt. Es ist Zoff im Kinderzimmer, Streit in der Küche. Papa, warum darf der das und ich darf das nicht? Ihr kennt sowas, glaube ich. Die Geschichte spielt vor vielen tausend Jahren in Israel. In Israel wird ein neuer König gesucht. Der alte, der war nicht so richtig nach dem Wunsch Gottes. Und es sollte ein neuer König gefunden werden. Und der Prophet Samuel, einer, der ein offenes Herz hat für Gott, der sollte in der Familie Isais, so heißt der Vater, Isai, in Bethlehem, kennt ihr natürlich aus der Jesusgeschichte, nach dem neuen König suchen. Und als der Prophet zu Isai kommt, hat er sofort eine Idee, wer soll König werden? Na klar, der älteste meiner Söhne. Und er führt den ältesten seiner Söhne, den größten, zu Eliab hieß der, zu dem Propheten Samuel. Und Samuel sah, das war richtig ein großer, starker. Aber in seinem Herzen, da spürte er, der soll nicht der neue König sein. Und er hörte so etwas, ob mit dem Herzen oder mit den Ohren, wer weiß das schon. Er hörte die Stimme Gottes, die sagte, Menschen schauen auf das, was vor Augen ist. Aber Gott ist einer, der ins Herz schaut. Isai schob seinen zweiten Sohn zu Samuel. Shima hieß er. Und Shima konnte wunderbar schreiben und lesen. Aber wieder spürte Samuel, den will Gott nicht als König. Der dritte Sohn, Abinadab, der konnte schnell rennen. Der schnellste Läufer, mit und ohne Pferd. Aber auch da wieder im Herzen von Samuel, der soll nicht König sein. Und so ging das einen nach dem anderen. Alle sechs Söhne Isais wurden vor Samuel gestellt. Aber niemand sollte der König sein. Da fragt Samuel den Isai, den Vater, sind das alle deine Söhne? Und er sagt, ach weißt du, da ist noch David, aber der Kleine, der ist gerade so klein und so groß, der kann gerade die Schafe hüten. Ah, bring den mal her, sagte der Prophet zum Vater Isai. Und es dauerte eine Zeit, bis man den kleinen David von der Herde der Schafe hergeholt hatte. Und als Samuel den kleinen David sah, da spürte er in seinem Herzen, der ist der von Gott gewünschte neue König für Israel. Und er nahm das kostbare Öl, das er mitgebracht hatte, und goss es David über die Haare und salbte ihn zum neuen König von Israel. Was meint ihr, wie die anderen Brüder das fanden? Gott schaut nicht auf das, was vor den Augen ist. Gott schaut auf das im Herzen.